Guten Tag. Geht es euch manchmal auch so, dass wenn ihr einkaufen seid, ihr habt eine ziemliche Menge eingekauft und ihr kommt an eine Kasse, wo jemand in einem unerhörten Tempo die Sachen durchschiebt oder ihr gar nicht nachkommt, das alles einzupacken? Da gibt es einen einfachen Tipp. Ihr müsst einfach so bei ein paar Artikeln, die ihr habt, den Barcode beschädigen. Dann müssen die nämlich irgendwas da manuell eintippen und das verschafft euch ein bisschen Zeit zum Einpacken. Es waren Fotografien und Stiche von Meisterwerken vieler Schulen, aber all diese Schönheit der Religion, Liebe oder einer fantastischen Vision von Gebirge und Wald barg eine Schönheit, die von Temperament gezeugt war, die immer nach absolutem Gefühl streben und am unablässigsten, wenn auch nicht am vollkommensten, in den Sagen, Vigilien und der Musik der keltischen Volksstämme zum Ausdruck kommen. Die Zuversicht der ungestümen oder sanften Inbrunst in den verzückten Engelsgesichtern von Francesca und den erhabenen Mienen der Sibyllen Michelangelos und die Unschlüssigkeit gleichsam von Seelen, die zwischen geistiger und fleischlicher Erregung schwanken, in den vagen Gesichtern auf den Fresken sienesischer Kirchen oder in den schmalen Flammen der Gesichter auf Bildern der modernen Symbolisten und Präraffaeliten. Schon oft hatte mir dieses alles den langen, grauen, matt erhellten Gang zum Vorhof der Ewigkeit gemacht. In der Kapelle, welche wir durch eine schmale gotische Pforte betraten, deren Schwelle von den heimlichen Andächtigen in den Zeiten der Katholikenverfolgung abgewetzt war, erinnerte ich mich fast noch lebhaft an fast jede Einzelheit, denn in dieser Kapelle war ich, fast noch ein Knabe, zum ersten Mal vom Geist des Mittelalters ergriffen worden, der heute, wie ich glaube, den beherrschenden Einfluss in meinem Leben bildet. Der einzige Gegenstand, der mir neu schien, war ein viereckiges Bronzekästchen, das auf dem Altar vor den sechs unentzündeten Kerzen und dem Kruzifix aus Ebenholz stand und den Schreinen glich, die in alten Zeiten zur Aufbewahrung der heiligen Bücher aus edleren Metallen angefertigt wurden. Herne hieß mich auf einer Eichenbank Platz nehmen, dann verneigte er sich sehr tief vor dem Kruzifix, nahm das Bronzekästchen vom Altar und setzte sich, dieses auf den Knien haltend, neben mich. Du wirst wohl das meiste von dem schon vergessen haben, sagte er, was du über Joachim von Floris gelesen hast, denn selbst Belesene kennen kaum mehr als seinen Namen. Er war im 12. Jahrhundert Abt in Kochtale und ist vor allem bekannt durch seine Prophezeiung in einem Buch mit dem Titel Expositio in Apokalypsin, wonach das Reich des Vaters verflossen sei, das Reich des Sohnes eben zu Ende gehe und das Reich des Geistes erst kommen werde. Dieses aber werde der vollständige Sieg des Geistes, der Intelligentia Spiritualis, wie er ihn nannte, über den neuen toten Buchstaben sein. Er hatte viele Anhänger unter den Franziskanern strengerer Observanz, und diese wurden bezichtigt, ein geheimes Buch von ihm zu besitzen mit dem Titel Liber Inducens in Evangelium Aeternum. Immer wieder beschuldigte man die Gruppen von Visionären, dieses furchtbare Buch, in dem der freie Geist der Renaissance verborgen lag, zu besitzen, bis Papst Alexander IV. Es endlich ausfindig machen und verbrennen ließ. Ich habe hier den größten Schatz der Welt. Ich besitze eine Abschrift dieses Buches. Betrachte nur, welch große Künstler die Hüllen geschaffen haben, in die es gekleidet ist. Dieses Bronzekästchen wurde von Benvenuto Cellini geschmiedet. Er hat es mit Göttern und Dämonen bedeckt, deren Augen geschlossen sind zum Zeichen ihrer Versunkenheit in das innere Licht. Er hob den Deckel und nahm ein Buch heraus, das in Leder gebunden und mit Filigranwerk an geschwärztem Silber überzogen war. Dieser Einband stammt von einem der Buchbinder, die für Canevari arbeiteten, und Giulio Clovio, ein Künstler der Spätrenaissance, dessen Werk zart und vornehm ist, hat das erste Blatt eines jeden Kapitels des alten Buches herausgenommen
und dafür Blätter eingefügt, verziert mit einem kunstvollen Initiale und der Miniatur eines der Großen, die in den einzelnen Kapiteln als Beispiele angeführt werden. Und wo die Schrift noch etwas Raum ließ, brachte er ein zartes Sinnbild oder ein verschlungenes Ornament an. Ich nahm das Buch in die Hände und begann, die goldverzierten, bunten Blätter umzuwenden und hielt es dabei nahe an den Leuchter, um die Beschaffenheit des Papiers zu prüfen. »Woher hast du dieses erstaunliche Buch?« fragte ich. »Wenn es echt ist, was ich in diesem Licht nicht beurteilen kann, hast du eine der größten Kostbarkeiten der Welt entdeckt?« »Es ist bestimmt echt«, antwortete er. Als das Original vernichtet war, blieb nur eine einzige Abschrift in den Händen eines florentinischen Lautenspielers zurück. Und von ihm kam sie auf seinen Sohn und so fort von Geschlecht zu Geschlecht, bis sie auf den Lautenspieler überging, der Benvenuto Cellinis Vater war. Von ihm gelangte diese Abschrift und mit ihr die Geschichte ihrer Wanderung an Giulio Clovio, von Clovio an einen römischen Kupferstecher und dann weiter durch die Generationen, bis sie in den Besitz der Familie Aretino und so auf Giulio Aretino kam, einem Künstler und Metallziselierer und Erforscher der kabbalistischen Betrachtungen des Pico della Mirandola. Ich verbrachte in Rom viele Nächte mit ihm in philosophischen Gesprächen und schließlich gewann ich sein Vertrauen so vollständig, dass er mir dieses Buch, seinen größten Schatz, zeigte. Und da er merkte, welchen Wert ich ihm beimaß und auch fühlte, dass er selbst zu alt geworden war, als dass ihm die Lehre des Buches noch nützen könnte, verkaufte er es mir um einen für diese Kostbarkeit geringen Preis. »Was ist die Lehre?« fragte ich. »Gewiss, eine mittelalterliche Haarspalterei über das Wesen der Dreifaltigkeit. Dergleichen taugt heute nur noch dazu, uns zu zeigen, wie viel uns unwichtig ist, was einst die Welt erschüttert hat. Ich konnte dir nie begreiflich machen«, sagte er mit einem Seufzer, »dass in Dingen des Glaubens nichts unwichtig ist. Aber selbst du wirst zugeben, dass dieses Buch zum Herzen spricht. Siehst du die beiden Tafeln, worauf die 10 Gebote lateinisch geschrieben standen?« Ich blickte an das Ende des Raumes gegenüber dem Altar und sah, dass die 2 Marmortafeln verschwunden waren. An ihrer Stelle standen 2 gewaltige leere Elfenbeintafeln, die große Nachbildung von den Täfelchen, die wir über unseren Schreibpulten anbringen. »Dieses Buch hat die Gebote des Vaters hinweggefegt«, fuhr er fort, »und die Gebote des Sohnes durch die Gebote des Heiligen Geistes ersetzt. Der erste Teil ist überschrieben, Fractura Tabularum. Im ersten Kapitel werden die Namen der großen Künstler erwähnt, die sich Götzenbilder und Gleichnisse vieler Dinge machten, diese anbeteten und ihnen dienten. Und im zweiten die Namen der großen Geister, die den Namen des Herrn, ihres Gottes, missbrauchten, und dieses lange dritte Kapitel geschmückt mit den Sinnbildern geheiligter Antlitze und mit Flügeln an den Rändern, preist jene, die den 7. Tag nicht heiligten und die übrigen 6 Tage vergeudeten und dennoch beschauliche frohe Tage verlebten. Und die nächsten 2 Kapitel handeln von Männern und Frauen, welche ihre Eltern schmähten, weil sie sich besannen, dass ihr Gott älter war als der Gott ihrer Eltern. Und dieses hier mit dem Schwert Michaels als Sinnbild lobt die Könige, die heimliche Morde anstifteten und dadurch ihrem Volk einen Frieden verschafften. Der Amore sonoque gravata e vestibus versicoloribus war von Liebe und Schlaf beschwert und bunterlei Gewändern. Und dieses mit dem blassen Stern am Ende enthält die Lebensgeschichte edler Jünglinge, welche die Gemahlinnen anderer liebten und zu Erinnerungen wurden, durch die sich viele dürftigere Herzen in lautere Flammen verwandelten. Und das nächste mit dem geflügelten Haupt berichtet von Räubern, die auf dem Meer oder in der Wüste ein Leben gleich dem Schwirren einer Bogensehne führten. Nervi stridentes instar. Die letzten beiden Feuerfarben und golden verziert handeln von den Satirikern, die falsches Zeugnis ablegten, wider ihres Nächsten und aus denen dennoch der Zorn Gottes sprach, und von Männern, welche stürmischer als andere Reichtümer und Frauen begehrten und dadurch und eben deshalb große Reiche beherrschten und mehrten. Der zweite Teil,
Stramis Deflagratio überschrieben, gibt die Gespräche wieder, die Joachim von Flores im Kloster von Cortale später in seiner Einsiedelei im Silergebirge mit Reisenden und Pilgern über die Gesetze vieler Länder führte, dass Keuschheit eine Tugend und Raub etwas Geringfügiges in dem Land sei, dagegen Raub ein Verbrechen und Unkeuschheit etwas Geringfügiges in einem anderen, und dass Menschen, die sich an diese Gesetze klammerten, de cussa veste, da es Hedera geworden seien, aus Gottes Gewand geschüttelte Sterne.